Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Warhammer Total War 2. SFO Mod, genau. Ja, ich habe das schon angeteasert in den Herr der Ringe Videos, die in einem Jahr rauskommen. Lol. Und ich dachte mir jetzt, okay, jetzt ist endlich der neue PC da. Das heißt, ich habe einen zweiten Bildschirm. Sehr nice. Mit dem kann ich jetzt gucken, ob die Aufnahme läuft. Braucht nicht dann raustappen. Insgesamt ist das Ganze hier jetzt einfach flüssiger und hat eine schönere Qualität. Sound, naja, muss man halt mal gucken, ne? Aber wenigstens kann ich jetzt hier ruckelfrei auf schöner Grafik spielen. Das ist auch wichtig, weil nächstes Jahr kommt Warhammer 3 Rauch. Und das werde ich dann bestimmt auch suchten. Ich bin mal gespannt, welche Fraktionen sie da freischalten werden nach und nach. Muss man sehen, muss man sehen. Ja. Ich habe massive Kopfschmerzen irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, die gehen heute weg. Könnte aber auch Krankheit sein. Ein bisschen Stress, Erschöpfung und irgendeine doofe Erkältung, die mir hier an den Schläfen böse Aua macht. Habe ich sonst nie. Ich hoffe, das geht weg. Es ist nicht so schlimm, dass ich denke, es explodiert alles, aber es ist nicht geil. Es ist nicht geil. So, ich muss um 10 in der Arbeit sein. Das heißt, ich habe jetzt noch ungefähr, ja, 2 Stunden, bis ich los müsste. Küche muss ich noch machen. Das heißt, rechnet mal damit, dass ich jetzt 1,5 Stunden grob aufnehmen werde. Und wir haben hier eine Menge Optionen, die wir machen könnten. Genau. Wir spielen mit Mods. Ich habe einen Haufen Mods aktiviert. Nicht endlos viele, aber doch viele. Wie gesagt, das ist SFO. Weil ich finde die Mod einfach gigantisch gut. Alles habe ich noch nicht freigeschalten und hier guckt, mir fehlen noch einige Käufe. Aber da ich fast nur Lizardmen und ein bisschen Hochelfen spiele, sind die Käufe gar nicht nötig. Also Reikland brauche ich zum Beispiel nicht. Clan Angrund, Halbmonde, egal. Sylvania spiele ich nicht. Die auch nie. Die könnten mal interessant sein irgendwann, vielleicht, ne? So, hier diese Waldelfen spielen sich sicher auch interessant. Aber mal gucken. Beastmen, glaube ich, sind das, ne? Kriegsherr der Schattengeborenen. Kriegsherr der Tiermenschen, genau. Beastmen spiele ich eigentlich nie. Upsi. Was ist das jetzt? Hallo? Was ist das für ein Screen? Ich habe hier irgendeinen Steam-Screen aufgemacht gehabt. Gut, also Beastmen spielen wir auch nicht. Und Chaos könnte man sich irgendwann. Ist schon wieder aufgemacht. Meine Fresse. Ja, mach doch. Beenden, erzwingen. Ne, will ich nicht. Aber ich will nicht hier draufklicken. So. Und Dings halt auch nie. Ne, spiele ich nicht. So. Was ich gesagt habe im Stream ist, ich möchte mal die Skaven ausprobieren. Das heißt, ich hatte gesagt, Icket Claw. Den fände ich ziemlich interessant. Ich könnte mir aber auch einfach Quiek vorstellen. Irgendwo stand mal dabei, ob die Schwierigkeit einfach oder schwer ist. Aber das finde ich hier nirgends mehr. Das ist das Ding. Also keine Ahnung, ob schwer oder einfach oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Was ich machen werde, ist Kampagne auf schwer, Gefecht auf schwer und Invasion. Ja, die kann legendär sein. Mit der habe ich eh nichts zu tun. Ist egal. Genau. Ich spiele jetzt nicht auf legendär. Soll ich auf schwer? Sehr schwer. Machen wir es mal so. Ich habe nämlich noch nie Skaven gespielt. Ich kenne mich mit Warhammer zwar relativ gut aus, aber null mit den Skaven. Ich muss auflassen. Ich habe halt die Hoffnung, dass kühle Luft, Durchzug hier mal das Zimmer durchlüften, dass das gegen meine Kopfweh hilft. Man muss ja nicht immer Tabletten schlucken, ne? Muss nicht sein. Ich würde das jetzt mal so machen. Normalerweise, also wenn ich jetzt hier Lizardmen, Lizardvolk gespielt hätte, wenn ich gesagt, alles auf legendär, leck mich, kann ich, ne? Ist nicht
Kann knackig sein, aber ist eigentlich nicht schwer. Ich kenne mich mit Lizardmen gut aus und gewinne eigentlich die meisten Dinge. So, aber genau, also Kampagne sehr schwer, Gefecht schwer, Invasion sehr schwer, das reicht erstmal. So, und dann gucken wir mal, was Clan Moors und Ikkid Claws sind, weil zwischen den beiden wird sich's entscheiden. Solchen Clan muss jetzt nicht sein. Das auch nicht. Nein. Also entweder Ikkid Clan oder Krieg. So, was haben wir denn? Wir haben Trophies of Clan Moors. Das ist Teil Englisch, weil halt die Mod so ist, ne? Aber das stört mich nicht. Also ein bisschen Englisch ist dabei. So, Krieg has an increased number of personal skills, can use trophies from defeated legendary lords to bolster his clan. Das ist interessant. Also wenn ich legendäre Lords töte, kann ich damit was anfangen. So. Untergrund Empire, die kenne ich auch, obwohl ich noch nicht weiß, wie genau sie funktionieren. Man baut die irgendwann und dann kann man sie upgraden, dann machen die irgendwas. So, Food kenne ich. Die brauchen Futter, die Skaven, die sind sehr hungrig. So, wir können zufällige Ruinen überall in der Welt kolonisieren. Und Skaven Corruption. Additional units of clan raids to fight local battles. Ah, das ist deswegen, ja. Steht hier noch irgendwas dabei? Nö, das sind so Bonusinformationen. Hat kein Mount. Ja. Okay. Das ist alles nicht wahr, weil das ist vom Vanilla Game und ich spiele ja SFO, das ist ein bisschen anders. Okay, dann schauen wir uns noch das hier an. Fraktionseffekte von Clan Moors. Loyalität -4, bis wir Karak 8 Gipfel eingenommen haben. Loyalität macht irgendwas. Ich glaube, die können abtrünnig werden oder uns bekämpfen oder so. Wenn wir Pech haben, das macht es schwierig. Trophies, das war das, was wir hier hatten. So, stiehlt Anteil Erfahrung. Loyalität für Kruten der Grauen Propheten. Okay. Movement Range ist höher. Clanratten haben mehr rekrutiert. Das ist okay, das heißt, wir werden mit Clanratten statt mit Sklaven spielen am Anfang. Ist okay. Clan Rictus mag uns gar nicht. Wer ist Clan Rictus? Hier, der da. Feigschwanz. Ich weiß nicht, warum der uns nicht mag. Aber er mag uns nicht. Okay, hat wohl irgendeine Lore dahinter, die ich nicht kenne. So, wir haben Scar Bloodtail, Redguard and Moors Clan Rat Unit. Ah, Clanratten. Hier, Clanratten, mehr Rekrutierung und wir haben Moors Clanratten. Ist interessant, das heißt am Anfang viel auf diese Moors Clanratten spielen, ne? Genau. Und wir starten mit Warblitz-Kanonen. Das sind keine Katapulte, aber Kanonen. Die haben eine schöne Reichweite, guten Damage, auch ordentlich Munition. Das ist schön. Das ist schön. Sind gegen große Feinde gut. Leider nicht gegen kleine. Das heißt, mal schauen. So, und er hat noch Kommandoeffekte, Nahkampfangriff beim Kampf gegen Zwerge und Grünhäute. Das heißt, das ist, was wir bekämpfen sollen. Mehr Schaden und Sturmratten und Clanratten kosten weniger. Mehr Gefahr aus der Tiefe und Army Ability Lord of Clan Moors. Die kenne ich nicht, die müssen wir uns halt anschauen. So, Ikkid Claw auf der anderen Hand, der startet hier. Das ist halt so ein bisschen woanders. Man schaut hier. Zack, zack. Nah am Donut. Hier, das heißt der Donut. Unoffiziell. So, Untergrund-Dings, Futter. Der hat wenig. Der hat gar keine Rassenattribute. Also hier haben wir noch das mit den Trophies. Das hat der gar nicht. Er hat aber Zugang zur verbotenen Werkstatt. Da kann man Maschinen verbessern, wohl wie es ausschaut. Auch sehr interessant. Der startet mit Rattling-Kanonen, mit Jezails und Dingschredder. Das ist brutal stark. Das ist mega stark. Er forscht sehr schnell. Loyalität geht hoch. Baukosten für Technikgebäude runter. Er hat eine Rakete, so eine Nuke. Die ist auch sehr stark. Die ganzen Waffenteams kosten weniger Unterhalt. Ist auch sehr stark. Und Rang bei Rekrutierung. Das ist gigastrong. Die Position ist ein bisschen knifflig. Es tut mir leid, dass ich da noch einen Kopf fassen muss, aber die Kopfschmerzen sind echt kacke. Aber ich will aufnehmen. Ich habe das schon seit Wochen geplant. Boah, danach noch Arbeit. Kein Druck. Es wird heute so schlimm. Heute wird schlimm. Ich habe das nämlich... So, ich mache jetzt mal zu, weil es kalt wird. Ich habe das nämlich mal erzählt in einem Herr der Ringe-Video, dass
ich nur Stress in der Arbeit mit den Kollegen habe. Die eine brüllt rum und ist cholerisch und irgendwie sehr aufbrausend und naja, ne, fährt Leute halt an, sogar Kunden und Lieferanten, wenn es irgendwie, ne, die ist wow. Oh, und die andere hatte sich jetzt, ja, was halt nicht echauffiert, schon, die war schon sehr verärgert, dass ich Knoblauch esse. Und hat halt von mir verlangt, dass ich damit aufhöre. Und ich hab's versucht und es taugt mir gar nicht. Ich hab da keinen Bock drauf. Und jetzt darf ich ja heute sagen, dass ich nicht für sie verzichten werde. Ich bin da 2 Stunden am Tag und da habe ich keinen Bock, mein Leben umzukrempeln, weil es hat so viele Auswirkungen für mich, auf Knoblauch verzichten zu müssen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist viel. Ne? Für andere ist es so, whatever, verzichtest halt, was soll der Scheiß? Für mich ist halt, es geht nicht. Ich habe da so keine Lust zu. Mir macht mein Leben so keinen Spaß, weil ich nichts mehr kochen kann, das Essen einfach schlecht schmeckt. Und das ist es mir nicht wert, weil von ihr kommt gar nichts. Und dann muss ich auch sagen, nee, sorry, geht nicht. Weil alles, sie wollte auch nicht, dass wir irgendwas ausprobieren, damit wir eine Lösung finden, die irgendwie für beide funktioniert und halt nicht perfekt ist, aber gut, wollte sie nicht. Hat alles abgeschmettert und gesagt, ich muss verzichten, ich muss blablabla. Und ganz im Ernst, ich muss nicht. Muss ich nicht, sehe ich nicht ein. Aber das darf ich halt heute sagen, Konflikte, ich bin da nicht toll drin, ich hasse es, Konflikte sind scheiße. Es wird ätzend, das wird einfach ätzend, aber... Naja, vielleicht verschiebe ich es auf morgen mit Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, je länger ich es verschiebe, desto schlimmer ist es. So, wir sind jetzt aber hier zum Zocken. Und ich kann ehrlich nicht sagen, spiele ich Ikit Claw, der ziemlich cool ist hier mit dem verbotenen Werkstand, oder spiele ich Quiek? Quiek wäre nämlich auch interessant. Aber ich glaube, ich spiele Quiek. Und wenn das gut läuft, versuche ich danach Ikit. Und danach vielleicht dann wieder ein Lizardman auf Legendary. Das heißt, wir spielen jetzt mit Clan Wars. Ich finde das interessant. Guck mal, wie gut das ist. Weil das ist, glaube ich, auch der erste gewesen, der im Spiel dabei ist von den Skaven. Das heißt, der sollte einen ganz guten Start haben. Zu schwer darf der nicht sein, finde ich. Ne? Muss man mal gucken. Also, sehr schwer, schwer, sehr schwer. Das passt. Ich werde nicht neu laden, wenn was schief läuft. Ihr kennt mich. Und dann legen wir mal los. So, Clan Wars ist auf dem Weg nach oben. Der mächtige Clan von allen ist bereit, seinen Plan zur absoluten Allherrschaft durchzuführen. In Skavenblight macht der große Kriegsherr gut genagt seinen Zug. Gut genagt? What the fuck? Seinen Zug durch zerbrechliche politische Bündnisse und offensichtliche Attentate. Gleichzeitig schickt er seine rechte Tatze, Quiekkopfjäger, nach Karak Orond, um alle Völker unter Herrschaft von Clan Wars zu bringen. Es werden viele Sklaven genommen werden. Freilich, wenn Quiek alle Schlachten schlägt und alle Ruinen beansprucht, warum soll er seinem Begnügen lediglich ein Diener gut nass zu sein? Gewiss warten der Titel Kriegsherr der Sklaveneinheit auf der Kopfjäger. Warten, okay. Ich hätte gern, aber das hat so schnell geladen. Dreck erfüllter Segensgruß, Quiekkopfjäger, rechte Klaue von Clan Wars. Ihr und euer nagendes Volk verpesten die verlassenen Bergfesten der Zwerge, welche sich noch immer mit den Grünhäuten um Macht balgen und eure Macht offenbar noch nicht kennen. Die Säulenstadt, euer traditioneller Aufenthaltsort, liegt unweit im Norden. Dieses Versteck ist ein Zankapfel von Zwergen und Goblin-Dingen, doch gehört es rechtmäßig allein euch. Weiter im Norden, im Gipfelland, wimmelt es von weiteren verhassten Bartdingen. Lasst sie euren allmächtigen Zorn spüren und lehrt sie, warum ihr den Beinamen Kopfjäger tragt. Am Rande bricht in der gefährlichen Wüste ein Sandsturm der Untoten aus. Die Angelegenheit könnte zu einer Gefahr werden. Aber wie ihr reagiert, liegt ganz bei euch. Fürs Erste dürfte es genügen, wenn ihr in den Bergen euren Hunger nach Chaos stillt. Es gibt viele Köpfe zu stehlen, aber es bleibt wenig Zeit. Also an die Arbeit. Okay, für den Berater sehr mutig, ne? So, Clan Wars, Tiefenreich, das kennen wir schon. Nahrung kennen wir auch. Das ist hier oben eine... Hallo? Okay, das ist hier oben eine Ressource. Genau. Und Skaven Korruption. Das ist... das hier. Da seht ihr, es ist gehighlighted, Skaven Korruption. Die macht etwas. Ne? Mehr Gefahren aus der Tiefe. Da kann ich Leute aufs Schlachtfeld beschwören. Das ist ganz nice. So. Also. Ja, ich wüsste gerne, ob ich... Ja, wahrscheinlich kann ich es nicht. Ne? Schade. Ich wüsste nämlich gern, ob ich...
Erstmal speichern. So. Ich wüsste gerne, ob ich das hier kleiner machen kann, aber ich glaube, es geht nicht. So, wir machen noch die Kameraeinstellungen. Verbündete Fraktionen. Schnell, schnell. Armeen, schnell. Helden, sehr schnell. Schnell, schnell. Schnell, sehr schnell. Schnell, schnell. Das sind Dinge, die muss man leider immer einstellen am Anfang. So. Dann gucken wir uns mal das hier an. Das kenne ich noch gar nicht. Wir haben Kriegs AW. Was auch immer ein AW ist. Könnte ich jetzt googeln mal, was ein AW ist. Das sagt mir nämlich gar nichts. Wie gesagt, das ist halt teils Englisch, teils Deutsch. Stört mich aber nicht. AW Deutsch. Scheu. Ehrfurcht. Respekt. Ah, der Respekt. The legendary sector have traveled throughout beyond all Skaven. With each veteran defeated and trophy head, Krieg generates a which can be spent on trophies. Okay. So. Ich kann es Kriegslords. Clanratten oder Kriegsrufe ausgeben. Okay, und da gibt es eine ganze Menge. Zum Beispiel Warlord Personal Guard, Clanrat Maces. Das kriege ich einmal und gut ist. Okay. Aha. Lord of Clan Moors. Bonus zu Friendly Units. Mehr Führerschaft, mehr Angriff. Ah, er macht ein bisschen Buff. So. Hier bekomme ich Loyalty, Recruit Rank. Aha. So, Clanratten. Das sind alles nur Buffs, ne? Ich glaube nicht, dass ich hier Bonuszeugs ausbilden kann. Das sind alles nur Buffs. Morse Attack, Morse Defend. Ah ja. Abilities für Einheiten, genau. Und hier gibt es dann mehr Movement. Multiple times to extend duration. Ah ja, ah ja, Warcries, okay. Gut, die wird man irgendwann mal benutzen müssen. Recruitment, ah. Morse Clan Raids from Clan Armor Rebuilding. Okay. So, was haben wir hier? Das ist unsere Startbasis. Karak Orut. Urut? Leichental. Im Leichental, genau. Karak Urut. So, Clan Grube. Gossenläufer, Todes- und Eschentriaden. Genau. Obsidian-Steinbruch. Wir könnten Geld machen. Wir haben hier schon Red Guards. Das sind legendäre Einheiten. Auch interessant, dass wir die gleich am Anfang haben. Holy shit, man. Sind aber sehr teuer. Im Unterhalt. Das können wir uns jetzt noch nicht leisten. Clanratten mit Schilden und Clanratten mit Speer. Okay. Gut, was ich am Anfang brauche, wo ich schnell... Ah, hier jetzt Morse Clanratten. Sind die besser als die normalen? Na gut. Maces, Shields. Sturmratten hat's noch und... Hallo? Kann ich nicht sehen. Sturmratten Hilleban, Sturmratten Schwerschild, Morse, Morse. So, die Sturmratten sind teuer. Die auch. Die haben halt Rüstung. Das haben die gar nicht. Inwiefern die gut sind, weiß ich nicht. Morse Clan Ratten 200. 120. Ja, also kosten genauso viel. Halten viel mehr aus. Ne, halten nicht mehr aus. Nö. Wenig Rüstung. Haben keine Spezialfähigkeiten. Ja, RIP. Ja, sie sind günstiger im Unterhalt, aber. Mal gucken. Mal gucken. So, wie gesagt, der Anfang ist ein bisschen langsam, weil ich halt wirklich wenig Plan von allem habe. Ich könnte mir die Wolfsratten holen. So, was haben wir? Wir haben Morse-Clan-Ratten. So, jetzt wollte ich nochmal auf ihn hier gucken. So, genau. Und das hat er. Sturmratten und Clan-Ratten Einsatz und Lord of Clan Moors als Fähigkeit. Skavenbroy. Ha. Okay, das macht Rüstung weg, dafür den Nahkampfangriff hoch. Der Nahkampfangriff ist, wie gut die Einheiten treffen, also die Wahrscheinlichkeit, mit denen ein Nahkampfangriff trifft. Genau, das ist der Nahkampfangriff und die Stärke ist dann der Schaden.
Und der teilt sich auf, zum Beispiel hier, Waffengrundschaden, rüstungsdurchdringender Schaden, da wird halt dann die Rüstung weggemacht von, und Bonus gegen Infanterie. Das heißt, Infanterieeinheiten kriegen nochmal Bonusschaden davon. So, ich gehe da Stück für Stück immer mal wieder durch. So, und Rüstung geht halt runter, dafür der Nahkampfangriff hoch. Aber schaut's mal, die hier haben zum Beispiel sehr wenig Rüstung, da ist es eh schon egal. Dafür würden sie jetzt sehr gut treffen und können dann sehr schön Schaden machen. Aber, naja. Okay. Da unten hat's Orks. Karakzorn sehe ich noch gar nicht. Das muss irgendwo da oben sein wahrscheinlich. So, und hier hat's noch etwas. Ich würde mal sagen, dass wir uns relativ früh das hier holen. Ich weiß jetzt nur noch nicht, was ich ausbilden möchte, weil laut Legend of Total War, der das Spiel suchtet, sind... welche waren es? Das waren die mit dem Messer. Die nicht. Die auch nicht. Die hier waren es. Schattenläufer. Genau, die waren ziemlich gut. Sind halt nur recht teuer. Und ich habe aktuell noch nicht so viel Gold mit Steuern. Okay. Ist die Frage... Ja, ich habe auch nicht viel Nahrung. Nahrung ist wichtig. So, der Obsidianstein... Ich kann mit niemandem Handel treiben, ne? Ich könnte mit denen handeln. Wollen sie aber nicht. Vielleicht schauen wir erstmal, dass wir auf der Seite keinen Krieg haben und ein bisschen handeln. Nee. Okay, das ist in Ordnung. Dann können die durch unser Land, wir können durch deren Land und das passt. So, Halbmonde und Aufständische. So, wir haben schon mit vielen Leuten Krieg. Sogar mit den Zwergen da hinten, auch interessant. So, jetzt handeln wir da ein bisschen. Und dann macht es tatsächlich Sinn, dass ich sage, ich hole mir den Obsidiansteinbruch, weil das sind gemeißelte Obsidian dabei, 20 Truhen, und die kann ich dann verkaufen. Das heißt, das hole ich mir jetzt zuerst. Ich würde mal ein bisschen laufen. So, und dann bilden wir aus. Genau, die gehen nicht. Errichtet weitere Gebäude. Ah, okay. Die brauchen ein bestimmtes Gebäude. Kriegs Skill Tree. Ah! Schaut's mal. Es gibt nämlich hier auch Fähigkeiten. Das ist der Fähigkeitenbaum, der ist sehr groß. Und da gibt es dann irgendwo... Red Guards. Genau, Red Guard Unit wird hier oben freigeschaltet. Und dann werden die krass gebufft und bumm. So. Okay. Wenn ich jetzt hier was ausbilde, dann bin ich in dem Stance. Okay, würde ich auch machen. Das heißt, ich gehe erstmal ins Lager. Schaut's mal, jetzt bin ich im Lager und kann ausbilden. Wir haben ja hier die Fähigkeit, dass Sturmratten und Clanratten weniger kosten. Na? Das heißt, die sollte ich mir auch holen, weil die sind nicht so teuer. Und sie sind weit besser, wenn wir mal vergleichen mit Speer gegen mit Speer. So. Seht ihr das? Da sind zwar weniger drin, aber die haben bessere Rüstung. Nicht gut, aber besser. Die Führerschaft ist besser, was sehr wichtig ist. Sie haben weit besseren Nahkampfangriff und Verteidigung. Also da kann man mal gucken. So, und dann gibt es halt den Unterschied. Es gibt welche mit Speer, die sind sehr defensiv. Und dann gibt es halt welche, die sind hier normal. Und die haben sogar Schaden gegen Infanterie, schaut's mal. Die haben einen Bonus gegen Infanterie. Der ist nicht riesig, aber er macht einen Unterschied. So, wir haben Mors-Clan-Ratten. Die sind schon gegen Infanterie so. Ne, gegen Rüstung, okay. Wir haben Maces, ist auch gegen Rüstung. Schilde und Maces. Schilde sind so, dass Projektile geblockt werden können. Also wenn da Bogenschützen drauf feuern, 35% der Pfeile machen dann keinen Schaden, weil sie geblockt werden. Wenn sie frontal treffen, das stand auch noch dabei. So, wir haben Sturmratten, die sind sehr stark, das sind Elite-Krieger. Die sind wichtig, um Damage zu machen. Na, das seht ihr ja schon, die haben weit mehr Damage. Die sind nicht da für die Frontline. Also kann man natürlich, aber eher nicht. Es ist besser, die schwachen Einheiten tanken zu lassen hier bei den Skaven. Soweit ich es verstanden habe. So, wir haben 3 Clanratten und 1 Schleuderer der Gossenläufer. Okay, gut.
Die Sondereinheiten haben wir noch nichts, das dauert noch. So, was bilden wir jetzt aus? Wir haben Clanratten. Ganz normal. Dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt hier noch drei solche. Mit Schild. Das ist gut. Und dann habe ich was gegen Speere, gegen Reiter, habe ich gar nichts. Die Zwerge haben zwar keine Reiter, aber, das weiß ich von meinem Echsen-Run, die Orks haben immer ganz viele Wildschweinreiter. Das heißt, ich brauche unbedingt Speere. Und ich würde mal sagen, ich bleibe jetzt hier zwei Runden stehen. Hol mir noch... Die haben Ansturmabwehren. Die haben sie nicht. Die haben nur einen Schaden. So, die haben Ansturmabwehren. So, das heißt, so machen wir das. Das passt. Habe ich noch einen Helden? Nein. Kann ich einen ausbilden? Ja, ich kann einen Häuptling ausbilden. Warum es hier zwei gibt, weiß ich nicht. Aber den hole ich. Guck mal. Das ist wichtig. Ein Häuptling. Quieks, rechte Pfote. Ja. Gar Bloodtail. Den holen wir uns noch dazu. Truppen auffüllen. Das heißt, wir bleiben zwei Runden hier stehen und dann holen wir uns das Granitmassiv. Ich könnte auch nur eine Runde stehen bleiben. Überlege ich mir, weiß ich noch nicht. So, jetzt beenden wir die erste Runde mal. Nahrung mache ich noch kein... Noch nicht plus, leider. Muss man mal gucken. Ah, es ist schon interessant. Es ist interessant. Hat jetzt alles lang gedauert für die erste Runde, aber gucken wir mal. Es wird. So. Der geht hier rein. So. Jetzt ist halt die Frage, wie weit könnte ich laufen? Oder warte ich noch eine Runde? Ich glaube, ich warte noch eine Runde. Ah, wir haben was bekommen. Domestizierte Wolfsratte. Attentataktion, zusätzlicher Erfolgsschrott. Kann der denn Attentate? Nö. Dann braucht der das aber auch nicht. Okay, hat auch nicht. Gut. So. Der macht Quick Headtaker, Armee des Helden. Mehr Waffenstärke. Das heißt, die hier müssten jetzt gebufft sein. Im Kampf. 23. Wie viel Schaden machen die normalerweise? Ja, auch 23. Na ja, gut. Okay. Vielleicht dauert es noch, bis es kommt. Na? Er ist unerschütterlich. Das heißt, er hat kein Problem mit Führerschaft. Führerschaft ist so... Wenn die sinkt, kann es sein, dass die Truppe sich verzieht. Da muss man aufpassen. Das ist halt gefährlich. Na? Was halt schlecht ist, weil dann die Formationen brechen. Wenn man geflankt wird... Aber das seht ihr dann alles noch. Falls ihr das Spiel nicht kennt, ne, erkläre ich halt immer so ein bisschen was. So, der ist gut gegen Kavallerie. Wenn er seine Angriffe machen, irgendwie, dass Kavallerieeinheiten Beschleunigung Angriffsbonus verlieren. Der ist gut gegen große Feinde und gegen Rüstung. Angriffsbonus ist, wenn Einheiten chargen, also wirklich rennen auf den Gegner drauf, dann kriegen sie hier einen Bonus auf den Nahkampfangriff, also auf die Trefferchance und den Schaden. Für halt diesen einen Charge-Angriff. Das ist schon sehr stark. So, und dann hat er noch Waffenstärke und Leadership für Red Guard Unit. Ja, die habe ich noch nicht. Okay. Okay. Also, ich warte jetzt noch eine Runde und dann gehen wir ins Granitmassiv. Und dann muss ich gucken, ob ich dieses 8 Peak finde. Da oben hat es irgendwas. Da wollte ich mal reinschauen, aber sehe ich jetzt nichts. Dieses Karak 8 Gipfel. Da muss ich mal schauen, ob ich das finde. So. Ich komme nicht dorthin, deswegen gehen wir jetzt nur bis dahin. Ne? Und wir plündern. Plündern gibt uns Geld, kostet sie Geld, macht ihre öffentliche Ordnung kaputt. Und... Also das ist unsere, hier ist seine. Guck mal, minus 20. Weil wir plündern, da steht es minus 8. Ich kann es nur drauf zeigen mit der Hand, aber... Ja, ne? Minus 8. So. Haben die überhaupt irgendwas? Wir haben zwei Siedlungen. Das war's. So, und hier handeln wir jetzt. Und guckt mal, der Obsidian gibt nochmal 36 mehr Geld pro Runde. Da können wir hier mal reinschauen. Der Handel. Wir verkaufen 20% unserer 20 Truhen. Sind also 4 Stück.
9x4, 36. Als Bonus. So. Und das ist eigentlich ganz gut. Und was es auch natürlich macht, ist, dass wir durch den Handel und durch die Abkommen hier mit Nicht-Angriffspakt und mit hierem Zugang unsere Beziehungen mit dieser Fraktion verstärken und verbessern. So, die sind zuverlässig, das heißt, die werden das wahrscheinlich nicht canceln. Hm? Stark sind sie nicht verglichen zu uns, wir haben halt jetzt ausgebildet, aber das schwankt am Anfang sehr, sehr stark. So, ansonsten gibt es niemanden zum Handeln. Der würde handeln, wenn wir zu dem hinkommen, der Graf Ewald, Vampirfürsten, aber da gibt es noch keinen Landweg. Da muss ich mal gucken, weil wenn der hier ist, könnte ich vielleicht hier rüber gehen. Aber das muss man mal sehen. So, wie gesagt, wir plündern erstmal. Genau. Das ist die Formation, die Stands. Plündern, dann kriegen wir nämlich Nahrung. Nahrung gibt nämlich hier auch Boni, guckt's mal. Na, wenn wir hier jetzt besten, dann kriegen wir mehr Plündern. Wenn wir das haben. Ich weiß nicht, ob das vorherige dann noch mitzählt. Ich glaube nicht. Dann kriegen wir bessere Ordnung, mehr Loyalität, Wachstum und so weiter. Na, hier Wachstum. Auch sehr wichtig, damit wir das Hauptgebäude upgraden können. Es dauert jetzt noch 20 Runden. Oder 7, wenn wir keine Steuern machen würden. Aber ganz im Ernst, ich mache jetzt erstmal Steuern. Ich könnte das noch ausbauen. Dann hätten wir noch mehr Obsidian. Aber das brauchen wir gerade nicht. Deswegen lasse ich es einfach. So, 7 Runden würde es dauern. Aber, nee. Ich brauche das Geld. Geld ist wichtig. Und so lange werde ich nicht warten müssen. Sobald ich das Granitmassiv hier eingenommen habe, werde ich da was bauen, was uns Wachstum gibt. Und dann geht es auch schneller. Drachenschlechter. So, schwarze Eisenmine. Ah ja. Karak 8 Gipfel. Da ist er. Karak 8 Gipfel. Da ist unser Ziel. So, das ist jetzt von SFO. Da machen wir Faction White Caps. Das heißt, jede Armee. Man könnte halt verschiedene Caps benutzen. Sprich, wie viele Truppen, wie viele Armee. Also, es gibt Einheiten, die haben halt Limitierungen. Und da kann man halt sagen, okay. In einer Armee dürfen nur bestimmte Anzahl an bestimmten Einheiten sein. Oder die Fraktion. Oder beides. Oder gar nichts. Aber ich mache jetzt das Faction-wide. So. Ah, schaut's mal. Jetzt sind es nur noch 12 Runden. Oder 6. Ah ja. Auch interessant. Weil wir jetzt hier sind und haben 15 Wachstum dazu bekommen, weil wir geplündert haben. Wir sind jetzt hier bei 61-80%. Ich weiß leider nicht, was mein Maximum an Nahrung ist. Ah, hier, eins von 105. Genau. So, und wenn es hochgeht, noch mehr Wachstum. So, das passt. Und Schlacht schlagen. Das nehmen wir jetzt ein. So. Warum der hier verletzt ist, weiß ich nicht. Da ist unsere Fähigkeit, das ist unsere Armee. Wir könnten automatisch kämpfen, aber ich möchte mal die Schlacht zeigen. Ist auch die erste Schlacht, die machen wir jetzt einfach. Ich hätte schon viel früher angreifen können. Ne? Ich hätte schon direkt am Anfang drauf gehen können. Wollte ich jetzt aber nicht. Hatte ich jetzt keine Lust zu. Erstmal eine große Armee, weil das, klar, es kostet Geld. Hm? Aber diese Einheiten können jetzt auch Erfahrung sammeln. Und jede Einheit, die Erfahrung sammelt, bekommt Boni auf alle ihre Stats. Außer HP, glaube ich. Und Geschwindigkeit. Ja, vielleicht auch Geschwindigkeit. Muss ich mal gucken. Können wir gleich schauen. Auf jeden Fall gibt es 9 Rangstufen. Und ja, das sind dann bis zu 9 Boni verglichen. Also wenn wir jetzt hier gucken, die sind Rangstufe 3. Ja, haben so Bronze, 3 Dinger. Die haben 0. Das heißt, diese Einheiten haben einen deutlichen Vorteil gegenüber, ja, nicht zwingend diesen Einheiten, aber halt anderen Einheiten des gleichen Typs. So, wenn wir jetzt hier mal schauen. Einheitenerfahrung. Effektiver ist im Kampf. Okay, das müsste man mal gucken, wo das dran steht. Ich würde gerne irgendwo vergleichen, ne? Aber das geht hier nicht, weil die alle gleich sind. Na gut, okay. Ist das... Das ist der Brüll. Wieso kann ich das jetzt schon klicken? Will ich das? Nee. Okay, wie stellen wir uns auf? Das ist ein legendärer...
Nicht Feldherr, Lord, Held. Okay, gut. Die stellen wir mal hinten auf. Die Katapulte haben krass Reichweite. Oh ja, das heißt, die können hier stehen bleiben. Die Schleuderer können zur Seite gehen. Die kann ich außerhalb der gelben Linie auf, weil sie ja Vorortaufstellung haben. Ne? Plänkler. Haben sie auch Plänkler? Nee, die können nicht währenddessen schießen. Schade. So, und dann mal gucken. Speer und... Ja, genau, Speere kommen außen hin. Speere möchte ich bitte außen haben. Ich müsste es jetzt gar nicht machen mit der Aufstellung. Ne? Müsste ich nicht, aber... Ich mach's jetzt einfach. Habe ich noch andere Speere? Sind es die einzigen Speere, die ich habe? Nee, hier sind noch welche. So. Dann möchte ich gerne Speere hier seitlich haben. Und natürlich außen. So. Ich würde das mal so ein bisschen durchmixen. Einfach, dass man hier... Die können hinten stehen. Die laufen dann nach vorne, wenn es ist. So. Und dann haben wir es hier Maces und Shields und Maces und Shields und sowas hier. Das heißt, was haben wir hier noch? Speer und Schilde, genau. Da sind Steine im Weg, auch toll. Cool. So, was haben wir jetzt hier noch? Die noch. Kommen auch noch mit da. Und die kommen noch dahin. Das sind so... Ah ja, sind gar nicht so schlecht. So. Gut. Diesen mit Speer, diesen mit Speer. Ist jetzt nicht perfekt, aber es geht schon. Da haben wir Quick, der kann sich noch irgendwo hinstellen. Und da haben wir noch hier was. So. Gut. Katapulte schützen und los geht's. So, ich brauche jetzt gar nichts machen, weil die Katapulte schießen. Und jetzt gucken wir mal. Die Ork-Jungs sind zum Beispiel gefährlich, würde ich sagen. Genau. Die greifen wir schön an. Brauche ich das? Das schaut komisch aus. Kann ich das weghauen? Nee. So, ich würde jetzt mal die hier... Die hätte ich schon längst vorschieben ziehen müssen. Frag mich, wie lange der Buff hält. Ewig. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. So, gehen wir hier ein bisschen in Position. So, jetzt locken wir die alle weg. Und hier gehen wir drauf. Da gehen wir drauf. Da gehen wir drauf. Da gehen wir drauf. Da gehen wir drauf. So. Die können sich verletzen. Ne, die können schneller schießen. Ja, mach das mal in den Blob rein. Ich würde trotzdem gern... Hätte ich Beschusskurven. Das sind die seitlichen Teile. Kann ich das ab... Ah, das stört mich irgendwie. Irgendwie schaut das doof aus. Mag ich nicht. Geschosspfade. Nee. Interface-Einstellung im Kampf verfügbar. Aha. Der Leertaste, ja, das ist das hier. Geschosspfade. So, wir kämpfen jetzt hier. Wir können nochmal welche rausholen. So, und was wir machen wollen, ist die Leute flanken. Das heißt, die gehen jetzt hier hinten rein. Die gehen hier hinten rein. Einfach um halt, ne. So, die hauen ab, dann können wir wieder drauf schießen. Die können wir kämpfen.
Weil wenn man die Gegner in die Zange nimmt, ist das echt gut. Weil das ordentlich auf die Führerschaft geht. Hier, schaut's mal. In Flanke angegriffen, minus 10. So. Du kannst diesen Bonus auf jemanden geben. So, die haben jetzt keine Rüstung mehr. Ah ne, das war was anderes. Okay, whatever. So, die fliehen. Schaut's. Führerschaft gebrochen. Die hauen ab. Da müssen wir drauf. Dass die Clanratten, die ich beschworen habe, gegen die Ork-Jungs ankommen, das ist schon echt peinlich. So. Da angreifen. Das nervt mich aber. Gut, ich meine, es ist eine gute Übersicht, aber ich will es eigentlich nicht sehen. Ich weiß ja, was ich angreife. Muss ich mal googeln. Also das ist irgendwie... So, die können wir hier nochmal in die Zange nehmen. Und gut ist. So. Die sind komplett gebrochen, die noch nicht. Das heißt, die sollten wir verfolgen, um sie von der Karte zu scheuchen. Die gehen da lang. Nehmen die jetzt in die Zange. Die greifen da noch an. So. Passt. Also habe ich auf jeden Fall ziemlich easy gewonnen. So, das schaut doof aus. Ich möchte jetzt mal gucken, ob ich das wegmachen kann. Schauen wir mal. Artillery. Nee, die will ich nicht weghaben. So, Gefecht können wir beenden. Schauen wir mal. Ja, also haben wir ganz gut gemacht, ne? Passt. Ja, das mit den Katapulten ist komisch. Also, oder Kanonen. Kanonen sind es ja. Ich dachte, man kann das irgendwo deaktivieren, aber... Anscheinend nicht. So, wir haben 13 Nahrung bekommen. Schaut's mal, jetzt sind wir da oben. Reichlich Nahrung. Wir kriegen ein bisschen Geld. Beute. Sehr schön. So, und wir kriegen noch ein Item, das ich weggeklickt habe. So, was wir jetzt machen können, ist Tiefenreich niederreißen oder ausrauben. Und was man immer macht... ist erstmal ausrauben. Gibt Geld. Und dann geht man rein und sagt hier, okay, plündern und besetzen. Wir könnten jetzt Nahrung ausgeben, ne? Für damit das groß wird, das Ding. Ich würde es vielleicht auf Stufe... Das ist halt die Frage. Eigentlich lasse ich es auf Stufe 1 kommen, whatever. Ist ein kleines Dingelchen, interessiert mich. Das hier, die Clangrube, die kann eigentlich weg. So, jetzt kann ich diesen Überschuss nutzen, um das zu bauen. Und das mache ich jetzt auch. Weil dann habe ich hier zwei Gebäude und das passt am Anfang. Ist die Frage, will ich die Clangrube eigentlich wirklich wegschmeißen? Lass mal erstmal gucken. Die gibt mir nochmal einen Häuptling irgendwann. Ich hätte aber lieber, glaube ich, einen Assassinen. Ja. Doch, ich möchte eher einen Assassinen ausbilden. Weil der kann Attentate verüben und dann level ich den für Attentate und danach gibt es einen Ashen Zauberer, der ist sicher auch nicht schlecht. Was ich irgendwann brauche ist, und zwar so schnell wie möglich, ist ein Warlock-Techniker ist gut für Katapulte und so weiter. Solchen Priester, den will ich haben. Für Untergrundstädte bauen. Genau. Weil das kann man dann auch ohne Kämpfe machen. Der löst sich dann zwar auf und stirbt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, aber der ist stark, der ist wirklich gut. So, wir haben gekämpft. Ich darf Fähigkeitspunkte verteilen. So, Führerschaft und Unterhalt, das nehmen wir gleich mal am Anfang mit. Und jetzt ist die Frage, wie soll es weitergehen? Ich mag, was man bei Skaven immer machen muss, ist eigentlich
im Hinterhaltmodus sein. Das heißt, hier werde ich viel Hinterhaltmodus machen. Und ich mag auch die Skaven-Korruption. Ich könnte auch den Plünderer machen. Durch Plündern von Siedlungen. Aber ich mag eigentlich die Skaven-Korruption. Die ist schon nicht schlecht. Aber erstmal die uralte List. Das ist ein No-Brainer. Hier müssen wir noch warten. Wie gesagt, das könnte ich bauen. Sehe ich jetzt aber nicht ein, so viel Gold auszugeben für etwas, was mir noch nichts bringt. Das machen wir später. So, und der andere. Should kill when get a chance. Genau, der kann auch etwas. So, er könnte die Truppen auffüllen. Das geht auf 12. Das ist wichtig. Weil die Skaven haben das nicht so gut wie die Lizardmen. Bei den Lizardmen ist das voll egal. Der braucht das. Da bin ich mir ganz sicher, beziehungsweise ich möchte es halt haben. Der braucht den Spezialisten nicht. Öffentliche Ordnung ist mir egal. Revolten. Dann nehmen wir das hier. Und das war's. So, wir können noch einen Erlass verfügen. Der Erlass zählt für das gesamte Leichental. Also wir haben hier eine Provinz und hier eine Region. Hier Leichental ist die Region. Nee, die Provinz. So rum. Provinz und Region ist Karak-Orod. So rum ist es. Hauptstadt und Siedlung. Oder? Heißt das so? Gelände Hügel, Klamors. Ja, genau. Provinz Leichental. So rum. So. Wir können Nahrung machen. Das ist am Anfang sehr gut. Oder Wachstum. Wir haben aktuell Nahrung, aber Steuern gehen runter. Ja, ich will noch. Warte mal, ich kann auf wie viel Nahrung kann ich gehen? 110. Dann ist voll. Ja, das ist da oben. Da muss ich hin. Will ich Nahrung oder nicht? Weil ich werde noch plündern. Ja, wenn ich noch plündere, ich bin schon voll. Nee, dann machen wir jetzt Wachstum. Wachstum ist besser. Wachstum ist besser. Ah, guck mal, da sind die hier. Vielleicht kann ich mit denen jetzt Handel treiben. Das wäre sehr gut. Und dann kann ich links weg oder runter. Oh. Aha. Mhm. Schaut's mal. Da kommen Fieslinge an. Und die plündern jetzt mich. Das ist natürlich doof. So, lass mal handeln. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das heißt, mit dem handeln wir. Das ist gut. So. Ich kann jetzt hier bauen, dass wir mehr Nahrung bekommen. Sklavenkorruption, bla bla. Ich mag das Ding. Und dann können wir auch endlich forschen. So. Und hier ist jetzt die Frage. Komme ich da hin? Also der hat ja hier eine echt fiese Armee. Gebaut. Ich würde mal gucken, dass ich in die Nähe, weil zu ihm, ich werde ihn nicht angreifen können. Na, das ist zu, ja, das geht nicht. Hinterhalt, ich könnte mich auch selber plündern. Ja, das gibt auch nochmal Nahrung. Okay. So, und dann ist die Frage, ich sollte gucken, dass ich bald, möglichst bald eine zweite Armee aufstelle. Also er ist sehr teuer. Ja. Aber bei Skaven ist es so, man braucht eigentlich zügig eine zweite Armee. Und jetzt ist halt die Frage, welche holen wir uns? Ne? Ist teuer? Die Loyalität ist auch echt schlecht. Was macht es denn? Okay. Naja gut, das ist ja... Okay, wir haben die Möglichkeit, ein solch grauer Prophet der Seuche oder des Ruins. Und das sind Zauber. Das heißt, wir haben Seuche. Der macht Gift. Damage gegen nicht gepanzerte Einheiten. Er kann Rüstung zerstören. Clanratten beschwören. Oder Seuche machen. Oder... solchen Mönche beschwören. Das ist sehr stark. Oder wir haben halt Untergang? Nee, was war das andere? Ruin. Untergang. Ja, müsste Ruin sein. Ja, genau. Ruin. Ruin macht Geschossresistenz. Habe ich gerade nicht viel. Warpblitz.
Das ist okay. Bum, 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 bum mit Explosionsdamage. Das ist schon nicht schwach. Todesraserei. Bufft sehr stark. Krasser Damage gegen Nicht-Gepanzerte. Und für ewig Rüstung und Führerschaft runter. Das ist stark. So, dann Rüstungsdamage. Auch sehr mächtig. Und nochmal Rüstungsdamage. Naja. Aber ich bin einer, ich mag Skaven Stuck und ich mach das hier. Wer ist Stuck? Solche. Ob die Warp Armor beim Sinn. Es macht ihn tanky. Aber er verliert halt auch eine. So, und später haben viele Leute rüstungsdurchdringenden Schaden. Das hier ist nicht schlecht. Erfolgschance für Hinterhalt. Plus 10%. Ja. Oder ich könnte die Mod benutzen und sag, hey, ich hol mir hier selbst ein. Aber da weiß ich nicht, wie das mit der Loyalität ist. Probieren wir es aus, okay? Wir probieren es aus, wie das mit der Loyalität ist. Weil wenn die jetzt auf 10 ist, wäre es Cheat. Dann nicht. Aber ich habe die Mod und ich will sie auch benutzen, dass ich hier mir einen solchen Priester hole. Wie könnten wir den nennen? Skullpake. Nennen wir ihn Skullpake. Da ist jetzt Skullpake. Skull. Paw, whatever. Nachname gibt's keinen. So, solche. Wie er ausschaut, ist mir wurscht. Und dann adden wir einen Trade, der uns gefällt. Da können wir uns einen aussuchen mit der Stärke 2. Einfach mal gucken, was es so gibt. Forschung ist zum Beispiel interessant. Der könnte stark sein, mehr Bewegungsreichweite. Ein bisschen mehr Resistenz für alles, auch nicht schlecht. Ne? Unterhalt. Sowas hier zum Beispiel, bessere Magie. Einheitenerfahrung ist sehr mächtig. Knowledgeable, auch sehr stark. Vielleicht nehme ich das. Es geht nämlich einen langen Weg. Wachstum, naja. Disciplined ist sehr stark. Ja, öffentliche Ordnung brauche ich nicht. Fürschaft, Nachkampfabwehr. Unterhalt. Ja, ich glaube, ich nehme den da. Das passt ganz gut. So, kaufen. Ah ja, okay. Okay. Dann bekommt er schon mal eine Waffe. Das sollte ihm ein bisschen helfen. Und der stellt sich da rein und bildet aus. Ich könnte jetzt tatsächlich einfach mal sagen, ich mache hier die Sklaven. Die sind nicht gut, aber einfach damit ich Truppen hier habe. Ne? So, und der bleibt stehen. Und dann gucken wir mal. So, wir haben noch Riten. Ich könnte jetzt die Intrige der Dominanz machen, die brauche ich nicht. Ah ja, aha. Stark. Auch stark. Schmiede der Pestilenz und 3 Technologien. Ah ja. Die 13 sind noch sehr stark. Das ist für mich der beste Ritus. Aber mal gucken. So, forschen kann ich ja noch nichts. Das kommt bald aber. Und ob ich hier jetzt noch was machen will, eigentlich gerade nicht. Na, muss nicht sein. So, schauen wir mal, was passiert. Ich bin gespannt. Wie spät haben wir es? Ich muss die Uhr im Auge behalten. Oh ja. 40 Minuten noch. Dann muss ich Küche machen und mich auf die Arbeit vorbereiten. Es wird halt so scheiße, Mann. Ich habe so keinen Bock. So, wir werden belagert. Das heißt, hier wird nicht ausgebildet. Wir nehmen Hilfe an. Diese Nerven hinter den Rattenfackel, Asche und Lungern. Loyalität. So, wir können Geld nehmen oder Hilfe abnehmen. Das Ding ist, ich nehme es jetzt mal an. Ich würde es riskieren, dass der rebelliert, weil er hat eh keine Truppen. Dann könnte ich einen neuen ausbilden, der besser ist, nicht plus gemacht. Wäre eigentlich smart. Weißt du was, das mach mal. Wir nehmen das Geld. Wir nehmen jetzt einfach das Geld. So. Das ist gut. Wir können forschen. Was können wir forschen? Uff.
Minus 2 Nahrung. Wir haben schon negative Nahrung, aber die können wir bald hochbringen. Das geht schon noch. Vor allem, wenn wir das töten, können wir da unten noch angreifen, holen uns das, das und das. Zu schnell darf man natürlich nicht expandieren. Als Skaven. Das habe ich schon gelesen. Aber jetzt schauen wir erstmal. Wir greifen es hier an. So. Und diese Schlacht schlagen wir. Die müsste gewinnbar sein. Er hat eine Menge Ork-Jungs. Er hat ein paar Bogenschützen. Die Spinne ist gefährlich. Und er hat halt Goblins. So, das sind nur Orks. Und wir haben nur Skaven-Zeug. Wir haben ein paar Schattenläufer. Das ist sehr stark. Schauen wir mal. Gehen wir mal rein. Gucken mal, ob man die Schlacht schlagen kann. Ich bin halt nicht gut mit Skaven. Okay. Aber das ist gut für uns. Weil wir haben Katapulte oder halt diese Kanonen. Das heißt, wenn wir sie hier reinbloppen können, dann können die können massiven Schaden fahren. Das dürfte richtig, richtig gut sein. Ich muss halt nur aufpassen, dass er hier nicht rausmoved, mich flankt. Aber ich habe so viele Truppen, es müsste gehen. Ja, da kommen Verstärkungen von der... Perfekt. Perfekt, okay. Ihr stellt euch hier hin. Oh ja, das, da sehe ich mich. Okay. Gut, dann die Sturmratten. Die kommen nach hinten. So, die Maces. Seitlich. Die auch seitlich. So, Clanratten mit Schilde können mitten rein. Speere, die kommen nach außen. So ein bisschen. So, dann haben wir noch Clanratten, die wir auch noch mit reinbringen können. So. Genau. Machen wir das mal so. Gut, die Katapulte stehen da. Und schießen dann. Schön auf den Blob. Und Krieg. Und der rennt rein. So, was war das? Das, wo man die Rüstung verliert. Ich dachte, da hätte es irgendwas. Ah ja, doch, das war das. Genau. Verstärken. Rüstung verlieren. Aber der Nahkampfangriff geht hoch. Das macht natürlich auf denen sehr wenig Sinn. Warte mal. Genau, auf den beiden macht das wenig Sinn. Aber bei den Maces könnte das Sinn machen. Wo sind sie denn? Hier. Ja, nehmen wir lieber die da. So. Die Frage ist, wie lange bleibt es? Mal gucken. So, und dann... Die da. So. Zack, zack. Zack. Machen wir das mal so. Okay. Gut. Die marschieren los. Das Katapult feuert. Ja, feuer gerne auf die da. Die gehen ein bisschen näher. Da machen wir jetzt hinten das da. So. Hier haben wir einen Priester oder so. Das ist sehr schön. Ja, oh, schöner Damage. So. Da gehen wir so lang. Und die Clanratten, die können halt von hinten so ein bisschen. Die sind nur da, um die Leute ein bisschen zu nerven. Ne? So ein bisschen hier. Guck mal, hallo, trollolol. So. Der stark, der kann rein. So, ich stelle mich jetzt hier auf. Ich stelle mich hier auf. Ich warte, bis er ein bisschen näher ist, damit ich ihn schön flankieren kann. Das ist wichtig. So, hier kämpfen die Clanratten, das macht aber nichts. So, der lockt sie an. So. Und drauf da. Und drauf da. So. Und dann schön von hinten stressen. Na? So, das Katapult feuert mitten rein.
So, schön drauf. Schön drauf. So. Das sind die Clanratten mit Schilden. Ich komme halt nicht vorbei, ne? Das nicht. Ziehen wir die mal zurück. Hier kämpfen wir. So, wo ist der Blob? Hier ist der Blob. Feuer da mal rein. Genau, ja, schöner Schaden. So, und die können jetzt natürlich hier von hinten flanken. Die können rein. Die können rein. Die können da weg, das ist egal. So, wir haben noch einen Priester irgendwo. Der kann unsere Leute hier ein bisschen buffen. Und hier könnte er ein bisschen Schaden fahren. So zum Beispiel. So, dann holen wir wieder Clanratten von hinten. Oh, da ist was zu den Katapulten durchgekommen. Das ist nicht gut. So. Genau, und schön von hinten flankieren. Schön auf die Führerschaft kotzen. So, die haben keine Führerschaft mehr. Die haben keine Führerschaft mehr. Die haben keine Führerschaft mehr. Da geht's ja drauf. Auf den Priester müssen wir aufpassen. Die machen das. Du kannst da rein. So. Krieger sammeln sich. Und hier oben haben wir hier diese Bar, die sagt, wie gut es um uns steht. Auf Legendär gibt es die nicht mehr. Na, aber aktuell sieht es hier gut aus. So. Schön alle jagen. Das ist wichtig. Wenn die abhauen, ihr müsst die verfolgen, damit die Führerschaft gebrochen bleibt. So. Die Katapulte könnte sich hier mal ein bisschen drum kümmern. Dass sie nicht sterben, das wäre gut. So. Den müssten wir hier noch so ein bisschen flankieren. Der Rest passt ja, ne? So. Nochmal Clanratten rufen. Schön da seitlich drauf. Ihr könnt da so hingehen. Und flankieren. Ihr geht dahin, ihr geht dahin. Weiter angreifen. Du kannst da flankieren. So, ist das ein Held? Ja, das ist ein Held. Den sollte ich töten, wenn es geht, mit meinem Helden. Genau, die können da drauf schießen. Sehr gut. Und hier verteidigen wir jetzt die Katapulte. Die verfolgen den, die verfolgen den, die verfolgen den. Die sind schon gebrochen. So. Passt. Gut. Die werden in die Zange genommen. Die werden in die Zange genommen. Da müssen wir noch drauf. Die sind übrig. Die können dort hin. Und wir haben gewonnen. So. Das lief gut. Das lief gut. Aber so läuft es noch. So ist noch okay. So ist noch in Ordnung. Ja, schaut's mal. Haben wir gut gekämpft. So, 4000 Schaden. 44, so, die Katapulte haben viel Schaden gemacht. Die auch. Die Schleuderer. Wow. Schön. Schön, schön, schön. Auch die Clanratten sehr solide. Das Ding ist, jede Einheit hat ja Defensive. Ne? Nahkampfabwehr, Rüstung und so weiter. So. Und soweit ich weiß, wenn eine Einheit von hinten angegriffen wird, zählt die Rüstung zwar schon, aber die Nahkampf-Defense nicht. Das heißt, die werden einfach immer getroffen. Oder sie haben einen Malus drauf, ich weiß es nicht genau. Irgendwie sowas. Es ist auf jeden Fall sehr stark, Feinde hinten anzugreifen und zu flankieren. Führerschaft geht kaputt, sie nehmen schneller Schaden, mehr Schaden, wie auch immer. So, ich könnte jetzt massiv viel Geld machen oder 3 Nahrung. Aber ich glaube, auch wenn... Ich habe noch Nahrung. Ich habe gerade Nahrung durch den Kampf bekommen, ich nehme das Geld. Ich nehme das Geld. So. Seine Loyalität ist auf 1 gestiegen. Sehr schön. Der hat ein Item bekommen. Auch sehr schön. Gut. Quick. Hat wieder gelevelt. Wir machen weiterhin die uralte List. Und der andere, Scar, hat auch gelevelt. Bekommt halt die beiden. So. Gut. Jetzt haben wir das gemacht.
Okay, ich kann noch ein bisschen laufen. Ja, okay, dann laufen wir jetzt. Hier an den Rand, bleiben da mal stehen. Der bildet aus. Na, warte mal. Dauert das echt nur eine Runde? Eine Runde? Aha. Ach so, global. Nee. Hm, seltsam. Okay, hier steht eine Runde. Ich weiß nicht, wie das rausgeht, aber es steht so. Machen wir mal so, ist egal. Wir haben Zeit. Ich will einfach eine zweite Armee haben, die halt voll mit Clanratten und Speeren und so ist. Und dann gucken wir mal. Genau. Okay. Soweit so gut. Wir haben zwei Händler, zwei Handeldinger. Wir haben hier unten ein Ziel. Was man normalerweise als Skaven macht, ist halt immer, soweit ich das weiß, plündern, Siedlungen ausrauben. Und eigentlich hockt man sehr lange, sehr klein. Ja. So, der ist übergelaufen. Jetzt ist er weg. Ganz toll. Ist natürlich schade. Ne? Aber dann können wir noch einfach vernichten. So. Vernichten wir den jetzt. Tschüss. Gut. Ist natürlich schade. Aber so ist es halt. So. Dann probieren wir das nochmal. Ne? Nochmal ein Held. Ich möchte natürlich einen solchen Typen haben. Ja, dann nehmen wir jetzt einfach den da. So. Hat er das jetzt alles mitgenommen? Wow, der hat das mitgenommen, das Artefakt. Das ist bitter, aber okay. So, kriegst du das so? Wow, das war ein großer Level-Up. So, ich könnte jetzt natürlich Plünderer machen. Ich finde aber einfach die Korruption so toll. Aber macht das Sinn? Also, wenn ich jetzt hier plündere, dann geht die Korruption zwar hoch, aber... Tatsächlich. Ha, macht das Sinn? Unterhalt, ja, kriegst du auch so, aber plündere. Ich plündere ja mehr. 15% mehr Gold. Ja, nee, komm. Also, ich mag Gold und alles, aber wir machen das so. Wir nehmen noch Meister der Pein. Den Blitzschlag braucht man eigentlich nicht, aber vielleicht brauche ich ihn irgendwann doch und dann will ich ihn haben. Und das, ja, und ich werde auf Skaven-Korruption gehen. Ich mag, das ist halt, ich habe sie halt nie gespielt und ich möchte halt auch ein bisschen die Erfahrung machen, was damit geht. So, hier können wir das hochschrauben, das ist richtig krass. Das noch so ein bisschen, obwohl, warte mal einen Moment. Genau, Truppen auffüllen, zack, zack, zack. So, ihr seht schon, ich habe ein paar Mods, wo man beim Level-Up mehr Fähigkeitspunkte bekommt. Ist einfach so. So, Nahrung geht runter. Das heißt, ich muss gucken, dass ich irgendwie auf Nahrung komme. Da wir hier drüben safe sind, solange der noch lebt, sind wir relativ safe. Da sollte nichts rankommen. Brauchen wir jetzt hier keine Mauern bauen. Das heißt, ich kann was anderes bauen. Zum Beispiel gibt es noch irgendwas. Hier, Wachstum. Das wollte ich noch haben. Und dann bauen wir jetzt das Ding noch aus. Und gut ist. Und dann hoffen wir, dass der nicht wieder überläuft. Können wir da irgendwas machen für Loyalität? Warlords. Kriegsherr, ja. Ah. Nee. Schauen wir mal, schauen wir mal. Nahrung geht runter, da muss ich dran arbeiten. So, die Echsen, letzten Krieger, letzten Verteidiger haben den auch den Krieg erklärt. Clan Eschen gegen Karak Azul, das ist gut für uns. Aha. Das ist doof, aber das ist nicht schlimm. Die sind normalerweise nicht stark. Alter. So, Clan Fester ist gestorben und will bei uns unterkommen. Das will ich jetzt nicht. So, weiter ausbilden. Ja. Wir machen einfach Clanratten, Clanratten, Clanratten. So, wir greifen an. Der hat da nicht viel an Defense. Das geht. Das ist schaffbar.
So, automatisch müssen wir nicht machen. Der Blitzschlag macht angeblich, dass die einen Malus auf Führerschaft bekommen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das sehen wir jetzt gleich. So, wir greifen an. Gucken mal. Er hat Geschossinfanterie und ein paar Dingsleute. Einen Nahkampfexperten. Okay, da müssen meine beiden Helden draufgehen. Und dann hat er hier noch einen Haufen Truppen. Holy moly. Aber die kommen als Verstärkungen. Ja, die werden wahrscheinlich direkt da sein. Schauen wir mal. So, ich muss gleich Ende machen, ne? Gut, ich will wieder meine schöne Aufstellung haben. Die fand ich nämlich ganz gut. Ja, das heißt Clan Moors Ratten, Clan Moors Ratten, Clan Ratten mit Schilden, die können zwischen rein. So, die mit den Speeren. Speere nach außen. Die Clan Ratten zwischen rein. Ich mache das jetzt einfach mal so solo, ne? So ein bisschen. Speere hier, Speere hier. So, dann. Genau, das... Oh, das muss ich noch deaktivieren. Das muss ich noch deaktivieren. Passt auf. Hallo? Hallo? Vielleicht bei den Kampagneneinstellungen. Ich muss gleich mal gucken, wenn ich draußen bin. So, wo stelle ich die auf? Weil die sollten natürlich schon wo stehen, wo sie auch feuern können. Hier zum Beispiel. Ja. Ich glaube, hier können sie gut feuern. Die Kanonen. Ja, es sieht gut aus. Okay. Die kommen natürlich wieder seitlich hin. Die haben da vielleicht ein bisschen so. Und die hier. Und die hier. Die will ich weiter hinten haben. Genau. Weil die sollen dann dazukommen und Schaden machen. Na? So. Okay. Dann schauen wir mal. So. Wir holen schon mal Clanratten von hinten. Einfach zum Stressen, zum Nerven. So zum Hallo, guck mal. So, die turnen schon, schaut's mal. Das ist wichtig, das ist sehr wichtig. So, das Katapult feuert bitte genau da drauf. Schön schnell. So. Ich kann sie ja bisher kommen lassen, das ist das Schöne. So, schön das Flanking vorbereiten. Könnte ich sogar die buffen? Ja, bringt aber nichts. Wie lange hält denn der Buff? Ewig. So. Genau. So, auch wenn man mit Pfeilen von hinten drauf schießt, macht das auch viel aus. Das darf man alles nicht hier verschmähen. So, jetzt gehen wir drauf. Da ist der Hauptmann, der muss weg. Dann nerven wir von hinten. Da geht's drauf. Flanken. Die gehen durch, die gehen durch. Die flanken. So. Genau, immer noch schön drauf angreifen. Die werden von hinten angegriffen. Da können wir seitlich drauf gehen. So. Ist halt die Frage, ob ich hier so durchkomme. Ich würde es mal probieren, aber... Schwierig. Mal sehen, ob die durchkommen. So. Genau. Und drauf da. So. Das sieht sehr gut aus.
Und drauf da. So, ihr geht da drauf. Du hältst die auf. Du gehst da drauf. So, und es müsste jetzt richtig gut ausschauen. Ja. Die werden in die Zange genommen. So, wo kann man noch in die Zange nehmen? Hier zum Beispiel. Genau. So. Die hauen ab, das ist gut. Die verfolgen wir auch. So, die haben das hier bald geschafft. So, die hauen ab. Nicht so toll. Aber hier sieht es sehr gut aus. So. Na, den solltet ihr eigentlich weghauen. So, die sind wieder da. Dann gehen sie wieder drauf. Gut, du kannst da oben mal drauf schießen. Man macht halt auch Friendly Fire, ne? Das gehört dazu. Ist aber nicht so schlimm. Bei Skaven spielt das gar keine Rolle. So. Ihr verfolgt den, du gehst dahin, du verfolgst den, weil ich muss die aus der Karte treiben. Es ist wichtig, es ist wirklich wichtig. So, macht's das mal. Gut. Ihr verfolgt den, du gehst darüber, ihr geht damit nahe, ihr verfolgt den. Du kannst eigentlich woanders hin, das passt jetzt schon, genau wie du. Genau, das passt. Die verfolgen den noch. Da können wir drauf. Vielleicht können wir sie flanken, mal schauen. So, Moment. Katapulte schützen. Das habe ich jetzt vergessen während der Schlacht, das ist natürlich schlecht. Aber schaut mal, wir gewinnen ja an allen Fronten, alle hauen ab. Jetzt haben wir es bald. Wir haben sehr viele verloren, aber der Gegner verliert mehr. So. Genau. Schön verfolgen. Einen könnte ich eigentlich abziehen für da oben. Genau, ihr müsst hier verfolgen. So, das passt, die sind gebrochen. Dann gehen wir jetzt hier lang. So, meine Truppen sind sehr erschöpft, die sind komplett müde. Das ist auch wichtig, hier dieses Beinsymbol. Die Ausdauer bezeichnet auch, wie viel Malus auf Geschwindigkeit, Nahkampf, Angriff, Verteidigung etc. eine Einheit hat. Und die sind jetzt sehr, sehr müde. Die sind nur müde. Die sind auch sehr müde. Also jeder ist müde. Die sind noch aktiv. Denen geht es ganz gut. Den Gegnern. Ja. Aber wir haben es gewonnen. Passt. Ne? Schön gemacht. So. Ich gewinne mit Skaven. Finde ich aktuell krass, dass ich das tatsächlich so gut mache. Weil normalerweise bin ich echt schlecht. Aber bisher läuft's. Das finde ich nice. Und es war ein ausgeglichener. Also die hätten das durchaus schon schaffen können. Hätten es halt ein bisschen anders spielen müssen. Aber ja, die KI ist nicht so klug. Das ist halt bei der KI immer so, du verlierst halt, wenn du echt böse Fehler machst. Ansonsten geht's. So, das war sehr teuer. Wir kriegen einen Haufen Nahrung, das ist sehr gut. Und einen Haufen Geld. So, kriegen wir noch ein Item. Ein bisschen Rang, sehr schön. Das ist ein Anzeigebug. So, ausrauben. Oder tiefenreich. Aber ich würde es jetzt erstmal... Ich meine, wir könnten es uns holen. Will ich aber jetzt gar nicht. Wir rauben das einfach aus. Und gut ist. Und ich würde dann tatsächlich weitergehen. Dass ich vielleicht hier unten bei den Zwergen was machen kann. Ne? Das heißt, ich laufe jetzt hier einfach mal durch. Und plündern geht jetzt nicht. Das könnte ich nächste Runde machen. Muss ich mal schauen, wie es läuft. So, wir wollen das hier weitermachen. Und das hier weitermachen. Okay.
Gut, ich hoffe, der desertiert jetzt nicht. Na, es wäre halt sehr, sehr teuer. Bin ich ganz ehrlich. Es wäre sehr teuer. Gut, das ist egal. Rückenbeißer. Oh, Leute. Ja, ist alles nicht so einfach. Aber es geht schon. So, ich finde es auch schön, wie schnell da jetzt alles durch ist. Bei meinem alten PC hat das ewig gedauert. Und jetzt geht es echt schnell. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen PC. Wenn der jetzt 3-4 Jahre hält, dann ist das gut. So. Dreckige, arrogante Menschendinger. Eine ganze Armee liegt tot für uns bereit. Macht, wenn ihr leben lässt. Das wäre cool, aber ich will jetzt Loyalität. So. Damit habe ich nämlich die Loyalität gedingst. Wir sind nicht mehr am Handeln mit denen, weil hier irgendwer... Greetings, creature. What manner of thing are you? Ja, die haben wahrscheinlich Schaden gemacht. Die Harknot N. Das sieht nicht gut aus. Da ist der Handel jetzt abgebrochen, weil diese Stadt zerstört wurde. Ärgerlich. Aber gut. Gut, die können wir auch noch holen. Vielleicht noch ein paar Speere dazu. Dann noch sowas. Das ist keine gute Armee. Aber die ist zum Unterstützen gedacht. So. Da bauen wir noch das Gebäude aus. Bald wird hier... Ja, genau. So. Wir können zu dieser Ruine gehen. Wir können auch erstmal hier hingehen. Mal gucken, ob wir plündern können. Es gibt zumindest ein bisschen was. Ja, nee, dann plündern wir. Plündern. Genau. So. Oh, wenn der das jetzt eine... Oh, das wäre perfekt. Mal sehen, ob die dumm sind. Wenn sie dumm sind, werden sie jetzt die Ruine kolonisieren. Weil kolonisieren kostet Truppen. Okay, noch ein Handelsabkommen aufgelöst. Er ist echt so blöd. Lol. Okay, die Orks da oben sind ein echtes Problem. Rotzähne. Hofstadt Lybras. Aber vielleicht kann ich mit denen auch handeln. Das müsste auch gehen. Schauen wir mal. Mal gucken, mal gucken. Einfach mal schauen. Krise abgewendet, ja. Genau. Genau, so. Der hat da nichts. Dann kann man da drauf gehen. Der braucht noch... So, jetzt ist die Frage. Da hinten haben wir eine Ruine. Hier haben wir diese Leute. Willst du mit mir handeln? Für 1000. Warte mal. Die sind nicht zwingend stärker. Will ich 1000 zahlen? Eigentlich nicht. You have my attention, mortal. Wie wär's? Ja, nee, das wollen sie noch weniger. Ich meine, ich könnte denen schon was geben, aber nicht 1000. 500? You fool. Nee. Das ist halt das Ding, wenn ich das jetzt 1000, dann brauche ich über 10 Runden, bis sich das lohnt. Weiß nicht. Versuchen wir mal noch 800, wenn es nicht klappt, dann warten wir halt ein bisschen. Absolutely not. Gut, dann nicht. Whatever. So, Quick. Ja, wir gehen drauf. Na, wir gehen drauf. Zack. So, weil der ist schwer verletzt. Das heißt, der hat erst... Das ist halt sein Fehler gewesen. Er hätte das nicht kolonisieren dürfen. Weil kolonisieren kostet Truppen. Na, da gehen ganz viele Leute, werden dann zu Arbeitern und so. Hack, 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 bau, 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 klopf, klopf, klopf. Rip. So. Und seine Armee ist jetzt so schwach, werde ich einfach umzingeln und crushen können. Torek Eisenstirn ist ein legendärer Held. Geil, wir kriegen unsere erste Trophy. Wenn wir die Schlacht gewinnen. Das ist super. Das ist echt gut. Das ist wirklich gut.
Ne, warte. Den da raus. So, es muss nicht perfekt sein. Hauptsache, es ist ein bisschen verteilt. So. Aha, das wollte ich immer noch ausstellen. Meine Güte. Hoffentlich vergesse ich es jetzt nicht. So, die Katapulte irgendwo dahin. Und go. So, wir haben Katapulte. Er hat Katapulte. Mach mal schneller. Schießen, schießen. Wir können seine Katapulte stören. So. Da gehen wir drauf. So, bum 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 bum. Sehr schön. So, das ist halt wirklich wichtig, dass man flankt. Es ist so wichtig mit Skaven. Mit anderen ist es auch wichtig, aber ich glaube, mit Skaven ist es das Allerwichtigste, dass man flankt. So, jetzt haben wir die. Die da kriegen einen Bonus. Die da kriegen einen anderen Bonus. Und gut ist. So. Die da töten. Noch mehr flanken. So, der Sieg ist nahe, genau. So. Okay, er zaubert ein bisschen. Die Clan-Ratten haben gerade sehr viel Schaden genommen. Da ist die Führerschaft gleich im Keller. So. Den können wir noch flankieren. Da gehen wir noch drauf, da gehen wir noch drauf. So, jetzt chargen die. Und wumps. So, wo sollen wir jetzt noch hinschießen? Hier zum Beispiel. Ist noch ganz anständig. Da ist so ein kleiner Blob. Zu viel Splash will man sich ja auch nicht machen, ne? Aber... So, und hier kämpfen sie. Schaut's mal. Da ist mein Kopfjäger. Da ist der andere. Ja, ziemlich heftiger Schlag. Okay. Gut, dann hier noch ein paar Clan-Ratten dazu. Unter normalen Umständen hätte ich diese Schlacht nicht geschafft. Ne? Bin ich mir sicher. Wenn das eine volle Armee gewesen wäre, so keine Chance. Weil ich halt auch null, also oder kaum Geschosseinheiten habe. Ich habe die Katapulte und das war's. So, was ganz wichtig ist, ist, dass der stirbt. Der muss weg. Der muss einfach sterben. Haut den bitte weg. Den Torek. Der darf nicht entkommen. Macht's ihn weg. Töten. Töten, töten, töten. Ich hoffe, die schaffen das. Vielleicht könnt ihr den so ein bisschen einkesseln, dass er nicht so leicht wegkommt. Die sind halt auch nicht so schnell, ne? Er hat halt sehr viel Rüstung. Ja, der wird dann kommen. Schade. Schade, schade, schade. Vielleicht stirbt er aber, weil er in der Siedlung war. Das kann auch sein. Dass er im Endscreen trotzdem stirbt. Ja, schaut mal, wie knapp das ist, aber der kommt weg. Okay. Na gut. Doof, aber so ist es. So, jetzt wird's Zeit. Gleich, dass ich Küche mache.
Ich will das Ding noch umstellen. Den einen. Die eine. Wie heißt's? Einstellung. Wenn's geht. Weil normalerweise sollte man während der Pause keine Befehle geben können. So ist bei Legendär, so spiele ich halt immer gern. Ja, ist tot. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Wir kriegen noch ein bisschen Nahrung. Jetzt sind wir voll. Ein Haufen Geld. Einen Schurkenhelm. Der ist blau. Nicht schlecht. Nochmal einen Rang. So. Das könnten wir jetzt... Wir machen mal ein Tiefenreich. Okay? So. Warpsteinrüstung. Aha. Ritus freigeschaltet. Bartding-Opfer, das ist gut. Das ist gut. Plünderer ist auch nice. So, haben wir jetzt hier dieses... Wo Ave? Wir haben 10 Ave. Naja. Gut, hat jetzt noch nichts gemacht. So, und jetzt haben wir hier ein Unterreich. Guckt's mal. Und da können wir jetzt ganz viele kleine Dinge bauen, die irgendwas bringen. Na? So, und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden. Je nachdem, was wir bauen, wird das entdeckt und dann kann der Gegner das zerstören. So, wir machen die grausamen Pläne. Das gibt nämlich mehr Nahrung. Das ist wichtig. Nahrung ist ganz wichtig. So. Und ja, ich würde mal sagen, also aktuell habe ich keine Lust, das hier alles einzunehmen. Das muss nicht sein. Ich kann das plündern, ich kann das, ne? Das heißt, ich würde mal gucken, was es hier so gibt und was wir so bauen können. So, den Tagbau zum Beispiel, den könnte ich bauen. Der gibt halt einen Haufen Geld, Fraktionseinkommen, bla bla bla, aber zu entdecken plus 80. Und der ist sackteuer. Na, weiß ich nicht, ob ich das hier brauche. Weiß ich nicht. Und es braucht Nahrung. Kann ich mir gerade nicht leisten. Auch das kostet Nahrung und es kostet Unterhalt. Für ein bisschen Winde der Magie. Brauche ich gerade nicht. Dann haben wir noch die Grube. Chance von 5% pro Runde auf Erweiterung in eine benachbarte Region. Yes, please. Oh ja, weil dann kann ich das hier... Ich meine, es sind nur 5%, aber das geht später auf 10 hoch. Und es kostet Nahrung, aber das ist es mir wert. So, dann versteckt der Diebe. Damit werden wir schlechter entdeckt. Nee, besser entdeckt. Plus 80. Ja. Oder Einkommen. Das gibt gut Geld. Oh ja. Das gibt sehr gut Geld. Aber wir brauchen noch was, das Nahrung macht. Hier. Nahrung. Und... Oh, das macht viel. Oh. Plünderlager. Das Plünderlager wäre sehr gut. Macht noch ein bisschen Geld, Einkommen aus lokalen Siedlungen. Aber... So. Es gibt noch tiefe Tunnel. Und es gibt das hier. Das Tötungssitze. Die Sichtweite über die Region ist nicht mehr vorhanden. Okay. Oder Unterhalt. Ja, nee, Unterhalt eigentlich nicht. Rattenkönig. Oh, wow. Was macht das? Rattenflucht. Aha. Das ist ja auch interessant. So, und dann haben wir noch das hier. Unterquerung. Movement Range, Erfolgschance, ermöglicht Blitzschlachten. Aha. Sklaven, Einkommen, Armeefähigkeit und so. Ja, okay. So, mit diesen beiden bin ich bei 20-20. Genau, also ich habe das gebaut, das geht auf plus 40 hoch. Da weiß ich aber nicht, sind es dann plus 40 insgesamt oder plus 60 insgesamt. Das weiß ich nicht. Und wir haben natürlich noch, was war das andere? Das da, glaube ich, was ich haben wollte. Ja.
Also sind wir jetzt bei 40 aktuell. Und damit wären wir dann bei 120 und das geht nicht. Aber ich könnte die tiefe Tunnel bauen. Oder ich baue halt das hier. Kostet aber auch wieder Geld. Das heißt, eine Menge Geld von dem, was ich hier bekommen würde, würde weggehen. Für das Plünderlager, was sehr viel Nahrung macht. Und die Nahrungskapazität erhöht, was auch gut ist. Aber... brauche ich das? Plus 100. Ich will, weil... Ja gut, ich kann die Tunnel bauen, das ist eigentlich egal. Was brauche ich da sehen? Ich brauche da gar nichts sehen. Ich baue jetzt die Tunnel und dann bauen wir noch das Plünderlager. 50. Ich müsste rausgehen, ne? 50. 80. Am Ende haben wir 40. Wahrscheinlich ist das insgesamt. 40. 40, 80, 160 auf 150. Geht sich nicht aus, nein. Das heißt, hier mache ich Geld. Aus der lokalen Siedlung. Ja. Die Mafia kann auch gut sein. Nee, aber dann mach mal hier das kleine Ding. Da haben wir 40, 40, 40, das ist 120. Wir haben die tiefen Tunnel, die ich dann aber nicht brauche, dann kann ich auch das hier bauen. Ach so, kostet Geld. Ja, nee, dann so. Okay, fertig, gut. Sehr schön. So, hier machen wir noch bekannt und gefürchtet. Auch sehr stark. Und der bekommt hier noch sowas. Gut. Ja. Dann können wir jetzt dann runtergehen. Und da versuchen weiter zu kämpfen. Der bildet noch aus, der kommt dann nach. Und das passt. Den würde ich tatsächlich eindrücken. Der ist einfach zu gut. Der ist so gut, dieser Ritus. Den braucht's einfach. So. Genau. Okay. Dann machen wir jetzt fertig. Und dann mache ich jetzt Ende. Jetzt habe ich lange gespielt. War auch echt cool. Ja, 1,5 Stunden knapp. Oh, da kommt noch eine Armee. So, und da ist jetzt die Frage, wie töte ich die? Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Aber mal gucken. Mal gucken, vielleicht findet man eine Möglichkeit. Ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal... Das mache ich jetzt noch schnell. Pass auf. Der geht zurück. Zack, zack, zack. Dann plündert er. Und der geht hier hin. Der ist voll. Zack, zack, zack. Und das da. Weil viel hat er hier nicht. Ich meine, der ist nicht stark, der ist nicht gut und nix, aber passt schon. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Alles easy. Da rebelliert's bald, interessiert aber nicht. So. Und dann können wir hier das noch ausbauen. Und das passt dann schon. So. Genau. Weil da machen wir hier ordentlich Kohle. Durch Tiefenreich, das ist gut. Plündern. So. Weil die Armee ist creepy, die ist sehr gefährlich, da brauche ich 2 Truppen. Für selbst mit 2 Armeen wird das schwer, weil Zwerge so tanky sind. Mit dir würde ich immer noch gerne. Aber die will nicht mehr handeln. Das ist echt ätzend. Ja, und das ist es halt fast nicht wert, ne? Aber ich mach's jetzt, ich krieg das Geld, das ist eine Runde, die ich kein Geld bekomme und danach habe ich hier den Bonus. Das ist okay. So, Rebellion. Dann mache ich jetzt hier Speichern. Beenden. Genau. Und bei den Optionen hier, Gefechtsrealismus. Den wollte ich noch haben. Genau. Nochmal speichern. Weil dann kann ich nicht raus switchen in den Strategiemodus. Gut, damit bin ich durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird jetzt die nächsten Male immer wieder so ein Video geben. Ich werde das später hochladen.
Ja, wahrscheinlich lade ich viel in der nächsten Zeit hoch, weil ich echt Bock auf das Spiel habe. Also, ihr werdet jetzt zugeschissen mit Warhammer-Videos und die Herr-der-Ringe-Videos, die laufen noch nebenbei. So, ich muss jetzt Küche machen, danach ab in die Arbeit. Wünscht mir ganz viel Glück, auch wenn es nachträglich erst bei mir ankommt, dass das mit der guten Frau heute irgendwie hinklappt, wenn ich ihr sage, hier Knoblauch. Ich weiß noch nicht, ob ich es heute mache oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Aber ich habe so, jetzt haben wir hier 11, okay. Ich habe so keinen Bock drauf zu verzichten. Ich werde es die Woche wahrscheinlich noch durchziehen, weil wir nur zu zweit jetzt sind. Die eine ist im Urlaub. Aber ich werde sie auf jeden Fall anteasern. Ich muss es ihr sagen, je eher, desto besser. Weil ist einfach so. Gut, dann einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye-bye. Thank you.